willkommen in Morrowind. Quests in The Elder Scrolls Online Morrowind stellen in der Regel einen gelungenen Mix aus Kämpfen und voll vertonten Dialogen dar. Hin und wieder gilt es aber auch, Rätsel zu lösen. In diesem Video zeigen wir euch eine solch typische Quest, die ihr im Nordwesten von Vardenfell absolvieren könnt. Ich vermute, ihr seid auf der Suche nach Arbeit hergekommen? Ich fürchte, die Mine wird noch etwas länger geschlossen sein. Natürlich nicht zu lange. Auf jeden Fall könnt ihr gerne so lange in der Eiermine von Gnisis, einem kleinen Bergbauort, gehen seltsame Dinge vor sich. Eine seltsame Erkrankung hat die Arbeiter dort heimgesucht, also machen wir uns daran, den Ärmsten zu helfen und der Sache auf den Grund zu gehen. Vorerst lassen wir uns möglichst viele Informationen zum Geschehen geben, hören wir daher den NPCs einfach ein wenig zu. Sollten jeden Moment eintreffen, um, ihr wisst schon, alles zu inspizieren. Eingeschlossen? Nein! Werde doch nicht absurd. Es ist ja nur nicht so, als ob sie dringend raus wollen. Hört zu, das Haus Redoran wird das schon klären. Sprecht mit Vorarbeiter Ladar, falls ihr noch Fragen habt. Er ist gleich da drüben, beim Eingang der Mine. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber der Rote Berg ist in letzter Zeit recht launisch. Wir müssen uns seit Wochen mit kleineren Einstürzen herumschlagen. Vielleicht hat eines der Beben etwas freigelegt, was lieber verborgen geblieben wäre. In der Eiermine bekommen wir es zunächst mit einigen Quama-Arbeitern zu tun. Die Viecher stellen jedoch keine größere Bedrohung für uns dar. Von den eingeschlossenen Arbeitern in der Mine versuchen wir, mehr über die Situation vor Ort herauszubekommen. Es ist noch nicht Zeit. Es sollte still sein. Es sollte... Was wollt ihr? Nein, ich kann nicht gehen. Noch nicht. Ich habe versucht, dem Vorarbeiter zu folgen. Wirklich. Aber es lässt mich nicht. Erst wenn alles so ist, wie es sein sollte. Erst wenn alles perfekt ist. Da es sich bei der Eiermine von Gnisis um einen öffentlichen Dungeon handelt, müsst ihr immer damit rechnen, dass auch andere Mitspieler gerade damit beschäftigt sind, die jeweilige Quest zu lösen. Das erleichtert euch in der Regel die anstehenden Kämpfe. Um die Quest Ein melodischer Missgriff erfolgreich abschließen zu können, müsst ihr das Dwemer Klangprisma bei dieser Klangbarriere benutzen. Das Prisma erhaltet ihr als Loot nach dem Sieg über einen Dwemer Centurio-Boss. Zusammen mit anderen Spielern dringt ihr immer tiefer in die Anlage vor und könnt euch am herrlich stimmigen Dungeon-Setting erfreuen. Nützlich im Zusammenspiel mit anderen Helden sind ausgelöste Synergieeffekte im Kampf. Tja, das ist entmutigend. Aber zufälliges Herumprobieren ist die Mutter aller guten Erfindungen, nicht wahr? Ihr müsst für mich an den Reglern herumdrehen, bis ihr findet, dass sie in der richtigen Position sind und dann diesen Hebel da ziehen. Alles, was ihr gesehen oder gehört habt, könnte euch dabei helfen. Ich glaube an euch. Tief im Inneren der Mine gilt es schließlich, ein Schalterrätsel zu bestreiten. Um den Dwemer Resonator erfolgreich zu reparieren, müsst ihr 5 Hebel richtig konfigurieren. Jeder Hebel besitzt 3 Einstellmöglichkeiten: oben, Mitte, unten. Die korrekte Reihenfolge der Hebelstellung von links nach rechts lautet Mitte, unten, oben, oben, unten. Und keine Sorge, auch wenn der Dungeon öffentlich ist, das Interaktionsobjekt mit den Hebeln ist für euch instanziert. Sprich, auch wenn andere Spieler davor herumhantieren, können sie eure Einstellungen nicht ändern. Sobald ihr die Konfiguration beendet habt, müsst ihr noch das Auslassventil des Resonators benutzen. Was danach passiert, verraten wir nicht. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei den Quests.
in Morrowind.